Inzwischen gibt es mehr als 40 Strafanzeigen gegen Polizisten, die meisten wegen Körperverletzung. Hätte es die ausufernden Krawalle in der Schanze nicht gegeben, hätte die Wucht dieser Bilder nicht alles zugedeckt, dann würde heute auch mehr darüber diskutiert werden. So aber gaben die Ausschreitungen der Politik den willkommenen Anlass, die Einzigartigkeit dieses Geschehens hervorzuheben. Sowas haben wir auch noch nicht erlebt, diese Qualität hatten wir noch nicht. Wir haben Dinge gesehen, die hat es in Deutschland noch nie gegeben. Hat es meines Wissens nach noch nie in Deutschland gegeben. Hat es in diesem Ausmaß in Hamburg und anderen deutschen Städten noch nicht gegeben. Noch nicht gegeben. Die Botschaft hinter diesen Aussagen ist ja klar. Die Ausschreitungen in Hamburg waren in ihrer Dimension so neu und so außergewöhnlich, dass man sie gar nicht hätte vorhersehen können, geschweige denn verhindern. Noch nie dagewesen. Also, wer das behauptet, ist entweder zu jung oder zu vergesslich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei den gestrigen Krawallen in Berlin hat es sich nach Einschätzung der Behörden um die schwersten Ausschreitungen in der Stadt seit Kriegsende gehandelt. Mehr als 7 Stunden hatten in Kreuzberg und Neukölln Straßenschlachten getobt. 1. Mai 1989. In Berlin kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Linksextremen und der Polizei, zu Zerstörungen und Plünderungen. Bilder, die denen von Hamburg auffällig ähneln, wie auch der Bericht von damals in der Tagesschau. Die in kleinen Gruppen operierenden Gewalttäter dagegen sind längst über alle Berge, wenn die Polizei kommt. Folge gestern, nur 20 Festnahmen, aber zahlreiche Verletzte, 13 ausgebrannte Autos und über 60 zerstörte oder geplünderte Geschäfte. 60 geplünderte Geschäfte. Zum Vergleich, in Hamburg waren es nach Schätzungen um die 20. Ausschreitungen dieser Art hat es immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Etwa 1981 in Brockdorf, als 100.000 gegen das geplante Atomkraftwerk demonstrieren. Oder 1995 die sogenannten Chaostage. Tausende Punks treffen sich in Hannover und liefern sich tagelang Straßenschlachten mit der Polizei. Mich verwundert manchmal, dass es so etwas gibt wie einen institutionellen Gedächtnisverlust. Also dass man so tut, als habe das noch nie gegeben. Wenn man die Bilder analysiert und das Ausmaß zur Kenntnis nimmt, dann bleibt, glaube ich, für diese Argumentation, es wird qualitativ oder quantitativ schlimmer, wenig Raum. Und doch behaupten Politiker immer wieder, in Hamburg habe es eine neue Dimension der Gewalt gegeben. Diese Geschichte, dass Militante aus dem Ausland auf Dächer steigen und von oben Sicherheitskräfte attackieren, das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Militante, die auf Dächer steigen und von oben die Sicherheitskräfte attackieren, gab es immer wieder. Etwa in der Mainzer Straße 1990 in Berlin. Die Polizei räumt besetzte Häuser und die Gewalt eskaliert. Nicht nur Pflastersteine wurden von den Dächern geworfen, es wurde regelrecht mit Molotow-Cocktails und anderen Brandsätzen gefeuert. Einige explodierten inmitten der Hundertschaften der Polizei. Die aufgefahrenen Wasserwerfer konnten kaum etwas dagegen ausrichten. Es gibt eine ganz breite Geschichte der Protestbewegung. Und jetzt wacht man gewissermaßen wieder einmal völlig jungfräulich auf und denkt, huch, da ist zum ersten Mal so etwas passiert. Das ist natürlich völliger Unsinn. Also ich habe so das Gefühl, dass sowohl die Medienlandschaft als auch die politische Kommunikation sehr hysterisierungsbereit ist. Hysterie bei den Medien, Wahlkampf bei der Politik, eine gefährliche Mischung. Schnell geht es nicht mehr um die Fakten, sondern den persönlichen Nutzen der Wahlkämpfer. Peter Altmaier twitterte etwa: Linksextremer Terror in Hamburg war widerwärtig und so schlimm wie Terror von Rechtsextremen und Islamisten. Wenn so eine linke Saubande marodierend durch Hamburg wütet. Da müssen wir jetzt erstmal den Kampf gegen den Linksextremismus in unserem Land deutlich verstärken. Was haben wir eigentlich für eine politische Kultur, wenn jedes Ereignis sofort als etwas verstanden wird, mit dem ich etwas machen kann, aus dem ich Kapital schlagen kann? Ein medialer Aufruf zur Treibjagd nach linken Gewalttätern in der Bild. Vom Innenminister gibt es statt Kritik sogar noch warme Worte. Die Polizei hat selbst die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe gebeten. Und wenn Medien dazu einen Beitrag leisten, in Würde und Anstand, habe ich nichts dagegen. Wenn wir es etwas martialisch ausdrücken, dann könnte man sagen, die Schlacht ist jetzt geschlagen,
Aber der Kampf, der ideologische Kampf, beginnt jetzt erst. Und so versucht jetzt jede Gruppe, Profit aus diesem Gipfel zu schlagen. Die Konservativen können endlich wieder mit breiter Brust behaupten, die linke Gewalt wäre unterschätzt. Die Bayern können den Hamburgern erklären, wie man mit so einer Saubande am besten umzugehen habe. Die Autonomen feiern sich, weil sie mit ihren Krawallen die Schlagzeilen bestimmt haben. Die Ängstlichen sehen sich in ihrem Gefühl bestätigt, der Staat könne sie ohnehin nicht beschützen. Und die tausenden Schaulustigen hatten das Event des Jahres. Mit ehrlicher und konstruktiver Aufarbeitung hat all das nichts zu tun. Wir sind eins. ARD.